Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde bei The Book of Unwritten Tales und wir wurden zum Direktor zitiert, der hier sitzt und ja, ich freue mich trotzdem auf eine ganz tolle Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Direktor. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit. Ich will offen sein, Professor Wetterquarz. Sie haben ein Magier-Diplom, haben aber nicht die erforderlichen Prüfungen abgelegt, um als Lehrer arbeiten zu können. Beglaubigte Zeugnisse? Eine schriftliche Bewerbung? Nichts. Sie sind nur auf Empfehlung des Erzmagiers hier. Das stimmt, aber es gibt nun einmal einen Magiermangel und jeder muss sein Bestes tun, um... Sein Bestes tun ist schön und gut. Es ersetzt aber nicht die formelle und eigentlich obligatorische Ausbildung zum Lehrkörper für höhere Magie. Was für ein... Ja, der Nächste, den wir jetzt hier kennenlernen. Wir probieren es auf die nette Art. Ich habe vielleicht keine formelle Lehrerausbildung, aber ich habe meine Schüler in der ersten Stunde begeistert. Ich habe gezaubert und man konnte richtig sehen, wie der Funke übergesprungen ist. Nicht wörtlich natürlich. Es war kein Feuerzauber oder sowas. Sie haben gezaubert? Ja, und jetzt wollen Sie das auch können. Sie wollen es lernen. Laut meinen Aufzeichnungen stand Geschichte der Zauberei auf dem Lehrplan. Ja schon, aber... Professor Wetterquarz, es ist für den Lehrerfolg von entscheidender Bedeutung, den Schülern feste Strukturen zu bieten und sich exakt an den Lehrplan zu halten. Oh. Ja, aber die Schüler... Hätten sie eine ordnungsgemäße Ausbildung genossen, wäre ihnen das bekannt. Ich werde diese Verfehlung in ihrer Akte vermerken. Und zukünftig haben Sie sich an den Lehrplan zu halten, werter Kollege. Danke. Ich sollte meinen Feuerzauberstab irgendwie auf ihn mal richten. Oder ihm so ein paar Kobolde entgegenwerfen. Hier. Aber Erzmagier Alistair traut mir zu, hier an der Schule zu unterrichten. Nun ja, Magier haben einen wohlbekannten Hang zum Chaos. Ich versuche noch immer, mir einen Überblick zu verschaffen. Die Aktenführung in dieser Schule spottet jeder Beschreibung. Ratsvorsitzende Van Buren will diese Lehranstalt neu organisieren und endlich Struktur in die Sache bringen. Ich unterstütze sie voll und ganz in diesem Ziel. Das korrekte Führen der Schulakten muss wieder die vornehmliche Aufgabe des Lehrkörpers werden. Es ist so. Nur so ist eine effiziente Kontrolle des Lernfortschritts und der Lernmethoden möglich. Es ist so ein absoluter Bürokrat irgendwie. Also, ja. Aber einer der ganz unsympathischen Sorte. Okay. Und dieses Bild da hinten macht mir wirklich Angst irgendwie. Sie haben vorhin Aufgaben erwähnt, Herr Direktor. Richtig. Ich habe zwei Aufgaben für Sie. Wie Sie vielleicht wissen, soll morgen früh die Schule vom Erzmagier offiziell eingeweiht werden. Wichtige Vertreter aus Politik und Wirtschaft werden anwesend sein und wie Sie unschwer sehen können, befindet sich die Schule in keinem angemessenen Zustand. Ratsvorsitzende Van Buren hat einen Hausmeister eingestellt, doch er kann die Arbeit alleine nicht schaffen. Helfen Sie ihm bis morgen, den Boden in der Eingangshalle zu reinigen und die Spinnweben zu entfernen. Was? Ich soll putzen? Ich soll die Eingangshalle fegen und von Spinnweben befreien? Ist das wirklich meine Aufgabe als Lehrer? Ja, allerdings. Eine Schule ist eine Teamaufgabe, also müssen Sie tun, was ich Ihnen sage. Wenn Sie gesagt hätten, ich solle die Flugkobolde loswerden, hätte ich das ja noch verstanden. Welche Flugkobolde? Wenn hier magisches Ungeziefer herumschwirrt, muss es entfernt werden. Kümmern Sie sich darum, Wetterquarz. Upsi. Boden, Spinnweben, Flugkobolde. Bringen Sie das in Ordnung. Ja, da waren Sie wieder meine drei Probleme. Na, klasse. Und was ist meine... Und abgesehen vom Aufräumen, was gibt es noch zu tun? Die Inventur hat ergeben, dass diverses Schuleigentum abhanden gekommen ist. Unter anderem die Schulbibliothek. Ein Raum fehlt? Korrekt.
Ich habe den Erzmagier danach gefragt und er bestätigte mir, dass es den Raum früher gab. Er weiß nicht, wo der Raum jetzt ist, sprach davon, dass er sich vielleicht verstecke oder gerade auf Reisen sei. Ich finde das ungehörig. Ich will diesen Raum. Wir sind eine Schule und brauchen eine Bibliothek. Okay. Das finde ich auch. Aber wo soll ich anfangen zu suchen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie sind der Magier. Okay. Sie unterstützen die Ratsvorsitzende bei der Wahl, oder? In der Tat. Wir müssen schnellstmöglich einen umfangreichen Beamtenapparat aufbauen und die Wirtschaft ankurbeln. Dafür erscheint mir die Ratsvorsitzende die logischere Wahl als ein Magier. Aber keine Angst, Wetterquarz. Ich halte Ihnen Ihre politische Naivität nicht vor. Als Schuldirektor bin ich neutral und handle stets nach den Regeln der Schule. Und in der Schule ist politische Einflussnahme verboten. Erzählen Sie das mal der Ratsvorsitzenden Van Buren. Was ist das? Eine der Wahlkampfbroschüren, die die Ratsvorsitzende in meinem Klassenraum ausgelegt hat. Ich werde mich darum kümmern. Sie verlangen sehr viel. Ich weiß nicht, ob ich das alles bis morgen früh schaffen kann. Bis morgen früh? Sie haben bis 72 Uhr Zeit. 72 Uhr? Ich habe mein eigenes metrisches System der Zeitmessung entwickelt. Ein Tag hat 100 Stunden, die aus 100 Minuten a 100 Sekunden bestehen. Alles andere ist zu verwirrend. Dann habe ich noch nicht einmal bis morgen früh Zeit? Für einen ordnungsgemäß diplomierten Lehrer stellt es kein Problem dar, auch mal das Unmögliche zu schaffen. Oder soll ich in Ihrer Akte vermerken, dass Sie sich den Ihnen gestellten Aufgaben nicht gewachsen fühlen? Nein, ich werde es schaffen. Sehr gut. Danach können Sie Feierabend machen und den morgigen Schultag vorbereiten. Die Sache ist klar. Direktor Bloch will mich scheitern sehen. Aber erstens werde ich den Erzmagier nicht enttäuschen. Zweitens mag ich diese Schule. Und eine Schulbibliothek wäre toll für die Schüler. Und drittens gibt mir die Arbeit für den Direktor die perfekte Gelegenheit, die Augen für Remy offen zu halten. Okay, ja, dann machen wir das doch einfach mal hier. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Was gibt's hier? Ob er auch für die Schule arbeitet? Auf seine Art? Oder geht es ihm nur darum, der Ratsvorsitzenden einen Vorteil im Wahlkampf zu verschaffen? Ich glaube, er ist... Ich weiß noch nicht. Also im ersten Moment würde ich ihn für böse halten. Einfach weil er mit der Van Buren zusammenarbeitet. Allerdings, so wie er jetzt gerade mit den Wahlkampfbroschüren umgegangen ist, denke ich, er ist wahrscheinlich irgendwie so ein Bürokrat und ja, das muss ich noch ein bisschen zeigen, wie er ist. Da unten ist ein Mauseloch, das hat allerdings noch überhaupt nichts zu bedeuten. Und hier gibt es einen Aktenschrank. Ah, das ist die Schülerkartei. Okay. Oh, und hier gibt's sehr, sehr viel zu lesen. Allardyce, Albert. Er scheint ein sehr guter Schüler gewesen zu sein. Aber es gibt viele Einträge wegen unangebrachter Zwischenrufe und Fragen. Und was ist das? Okay, Beaverous Deepwood. Beaverous Deepwood. Beaverous versuchte Holz in Gold zu verwandeln. Am Ende kam Mahagoni heraus, das er wiederum für viel Gold verkaufte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Brian Blackstone. Schüler Brian gelang als jüngstem Schüler überhaupt ein Teleportationszauber. Er teleportierte sich 20 Meter in die Luft und stürzte in den Tod. Burnison, Troll. Burnison von der Hochwindsee brachte den Südflügel der Schule durch einen Nieser zum Einsturz. Okay, blöd. Daniel A. Lockenhabicht. Schüler Lockenhabicht beschwor einen magischen Wald und ward seitdem nicht mehr gesehen. Die Zaster. Die Zaster. Ach, der Schüler Disaster kam bei einer verheerenden Explosion in der Nähe eines Kamins ums Leben.
Sein letzter Aufsatz von der Entwicklung meines Furzspruchs wird seinen Hinterbliebenen übergeben. Elmer Frog. Elmers Vater, der königliche Henker, bat uns, die Schulakte seines Sohnes einsehen zu dürfen. Mit Elmer ist alles in Ordnung. Wirklich. Ganz toller Junge. Sieht aus, als wären hier ein paar Seiten rausgerissen worden. Ja, wahrscheinlich, damit er das Ganze überlebt. Schauen wir F bis J. Fluffy Fofoffoff. Verwandelte pures Gold in ein schmackhaftes Stück Brot und widerlegte damit die alte Redensart, dass man Gold nicht essen könne. Heike Granger. Hexe Heike nutzt trotz mehrfacher Verwarnungen den schuleigenen Palantir für Ferngespräche. Friederike Sillybottom. Friederike Sillybottom hat beim Stadtrat eine Namensänderung beantragt. Sie wird ab sofort als Friederika Sillybottom geführt. Ja, weil sie auch deswegen verarscht wurde. Okay. Ingemar Thunderflash. Trotz mehrfachem Nachfragen will uns der Schüler Ingemar seinen echten Nachnamen nicht nennen. Niemand heißt Thunderflash. Yoda Grüngnom. Gute magische Fähigkeiten, aber fürchterliche Grammatik. K bis O. Wir machen jetzt einfach mal so. Lennart der Akademiker. Lennart der Akademiker, Zauberer mit Köpfchen an den Knöpfen, brach mehr Hirne als Herzen. Zuletzt sein eigenes, was ihm eine Zelle in der Irrenanstalt von Arkhamstein einbrachte. Oh, jetzt haben wir auch die Batman-Anspielung. Okay, dankeschön. Levin von den Hügeln. Begabter Feuer- und Wassermagier. Leider löschen sich seine Talente gegenseitig aus, sodass er als einer der unfähigsten Magier seines Jahrgangs gelten muss. Marcel makes a lot. Schüler Marcel beschwört große, haarige Säugetiere und weigert sich damit aufzuhören. Marco Tittenfurz. Marco benutzt absichtlich Wörter wie Sacknaht, Drecksack und Tittenfurz, weil er glaubt, mir wäre es zu peinlich, sie hier niederzuschreiben. Mario Mushroom. Mario springt anderen Leuten auf die Köpfe, zündet sie an und nennt das Ganze gewaltlos. Mark aus den Südlanden. Lord Mark aus den Südlanden kokelte gestern mehrere Lehrer an und überflutete die Turnhalle. Schon wieder. Mario Mushroom. Es muss natürlich ein Mario anstehen. Möwi van Hein. Möwi van Hein verwandelte das Schulschaf in einen Affen, obwohl der Bibliothekar ausdrücklich keine Affen in der Schule erlaubt. Okay, kapiere ich jetzt Oma nicht Don ganz. Mudillo. Omadon wurde der Schule verwiesen. Es stellte sich heraus, dass er ein Armadillo in einer Pinguinverkleidung mit einem Schild war, auf dem Mu stand. Das ist mehr als seltsam. Ja. Okay, da war auch nichts dabei. Irgendeine von den Akten ist immer irgendwas Interessantes. P bis T. Papa der Große. Papa der Große? Einziger Schüler dieser Akademie, dessen Breite seine Höhe übersteigt, erhielt heute seinen Abschluss. Er wird uns fehlen. Percy Smith. Der Schüler Percy Smith hat während des Lauftrainings in einem Abfalleimer eine Stinkbombe explodieren lassen. Die Schüler liefen nie schneller. Schüler Smith erhält eine Auszeichnung. Peter der Troll. Peter. Troll. Die Jägergilde hat uns gebeten, einen neuen Hausmeister zu suchen. Das Schnarchen und Schmatzen des mürrischen Trolls Peter vertreibe die Wildtiere im Umkreis von Meilen. Okay, ist das unser neuer Hausmeister oder? René Beetle.
René behauptet, mit einer gewissen Lucy in einem Himmel voller Diamanten gewesen zu sein. Mädchenbesuche sind in dieser Schule streng untersagt. Pilze ebenso. Lucy in the Sky. Russell, der Untote. Der untote Zauberer Russell häutet sich ohne Unterlass. Es liegen zahlreiche Beschwerden des Putzpersonals vor. Sascha Schalleshukulatsch. Dieser Eintrag wurde nur hinzugefügt, um jemandem, der ihn laut vorlesen muss, das Leben schwer zu machen. Sorry. Hey, das ist nicht nett. Oh. Serena Derbmancer. Serena entdeckte durch Zufall eine neue Art der Magie. Ein zweiter, davon völlig unabhängiger Zufall sorgte für die Zerstörung des Labors. Aber das ist ja auch gemein. Jetzt tun die Computerspieleentwickler hier schon die armen Sprecher hier trollen. Also, ja. Speed Stir. Dokument nicht gefunden. Meinen Sie vielleicht Speedster oder Speedstar? Such mal. Terragor Biratan. Terragor verlor das heutige Bogenschießen, da er seinen Bogen in die falsche Richtung abfeuerte. Wir haben seiner Familie Blumen geschickt. Toby Corner. Toby von der Corner. Runde Sprüche? Mangelhaft. Eckige Sprüche? Gut. Oh, der war schlecht, der Witz. Okay. Haben wir noch ein A, die letzte. U bis Z. Okay, gibt's keine. Vielleicht kommen die ja noch. Es ist ja noch eine recht frühe Version. Schauen wir uns allerdings hier noch ein bisschen um im Lehrerzimmer. Ein Schaukasten, der die Erfolge von Schülern dieser Schule dokumentiert. Einige Sporttrophäen, Bilder von erschlagenen Drachen, Schüler vor qualmenden Töpfen. Besonders stolz scheint man auf einen Pokal zu sein, den man bei einem Besenballturnier gewonnen hat. Ein Besenballturnier? Ah, Quidditch hier. Was ist hier für ein Plan an der Seite? Kamin-Netzwerk-Plan steht auf dem Blatt. Es zeigt zahlreiche dicke schwarze Punkte, die mit Linien verbunden sind. Über jedem der Punkte steht ein Name. Seefelds Magierturm Eingangshalle, Postkutschenstation, Fuchsbau und viele mehr. Unter den Punkten sind jeweils drei Tiersymbole zu finden. Davon habe ich gehört. Zauberer benutzen ein Pulver, um durch das Feuer von einem Kamin zu einem anderen zu reisen. Das funktioniert natürlich nicht mit jedem Kamin. Er muss im Kaminnetzwerk sein. Und dieser Plan zeigt an, welche Kamine miteinander verbunden sind. Na, perfekt. Betrachte den Blasebalg. Ein schöner Blasebalg. Damit kann man ein Feuer ordentlich anfachen. Ich habe zu Hause oft den Blasebalg bedient, wenn Opa, Papa oder meine Schwester etwas schmieden wollten. Du bist der wichtigste Gnom bei dieser Angelegenheit, haben sie dann oft gesagt. Na, den können wir nehmen. Einer der Punkte wurde mit schwarzer Tinte eingekreist. Seefels, Zaubererschule, Lehrerzimmer. Das ist dieser Kamin. Es führen ein paar Linien von hier weg. Selbst hier im Gebäude scheint es noch zwei weitere verbundene Kamine zu geben. Seefels, Zaubererschule, Astronomikon und... Hey! Seefels, Zaubererschule, Bibliothek. Wenn dieser Kamin mit dem Kamin der Bibliothek verbunden ist, kann ich sie durch ihn vielleicht erreichen. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt schon mal einen Anhaltspunkt, mit dem wir jetzt zur Bibliothek reisen können. Das muss die beste Uhr der Welt sein. Die meisten haben nur zwei oder drei Zeiger. Die da hat mindestens 10. Ein schönes Feuer und etwas Kaminreisepulver und dieser Kamin könnte mein Zugang zur Bibliothek sein. Können wir das vielleicht nutzen? Wir haben hier doch Holz. Wir legen die. Ich hoffe, das ist kein Schuleigentum, das Sie da verbrennen wollen, Professor Wetterquarz. Nein. Nein? Naja. Ist es Schuleigentum oder nicht?
Probieren wir den anderen Satz? Ich hoffe, das ist kein Schuleigentum, das Sie da verbrennen wollen, Professor Wetterquarz. Es sind nur ein paar alte Bretter. Hier aus der Schule? Schon, aber sie hätten eh schon weggeworfen werden sollen. Sie hätten sie wegwerfen sollen, haben das aber nicht getan? Besser verbrennen als wegwerfen. Ich habe mir gedacht, warum die Bretter wegwerfen und dann teures Brennholz verschwenden. Warum unnötig die Schulfinanzen belasten? Gut mitgedacht, Professor Wetterquarz. Machen Sie weiter. Ja, das war die richtige Lösung. Mann. Auch außerhalb des Klassenraums ist der Job komplizierter, als ich gedacht hätte. Und damit haben wir das Ganze. Jetzt müssen wir nur noch, können wir hier mit dem... Ich weiß nicht, wie man Feuer herbeizaubert. Kann sein, dass das eigentlich zur Magierausbildung gehört, aber ich hab's nie gelernt. Ich habe einen Notizblock, da steht auch nichts drauf. Trockenfutter, Automatisierungszauber, nee, geht auch nicht. Leere Buchseite, Konstruktionszeit. Lieber nicht. Das Blatt wird nicht ohne Grund in der Akte des jungen Allardyce gewesen sein. Okay. Der Feuermacher ist ein erstaunliches Stück Ingenieurskunst. Man muss entflammbares Gas einfüllen und dieses wird dann mit Hilfe komplizierter Technik entzündet. Ein Feuerzeug. Okay, gibt's sonst noch irgendwas hier vorne noch? Ein Papierschwan? Und ansonsten haben wir eigentlich alles. Oh, wie hübsch. Ein aus einem Blatt Papier gefalteter Schwan. Das ist Origami, eine alte elfische Kunstform. Das zwergische Wort für diese Kunstform bedeutet so viel wie Spitzohren bauen Staubfänger aus Papier, weil sie mit Steinen nicht umgehen können. Aha, okay. Hier gibt's, glaube ich, nichts mehr zu tun für uns. Dann schauen wir raus wieder. Oh! Was? Wer bist du denn? Das dürfte der neue Hausmeister sein. Ja, aber mit dem... Es sieht ein bisschen... Es sieht ein bisschen argmürrisch aus. Aber mit dem beschäftigen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ja, war jetzt ein bisschen eine trockene Folge. Klar, die ganzen Akten durchzuschauen. Aber es waren ja auch einige witzige mit dabei. Und ja, es muss einfach auch sein. Also bei so einem Point-and-Click-Adventure hat man halt oft solche Sachen, wenn man noch nicht genau weiß, wo es hingeht. Und ja, muss man halt ein bisschen Zeit damit verbrauchen. Ich danke euch trotzdem, dass ihr es so lange ausgehalten habt. Gebt ein Like und gebt eure Kommentare, was wir vielleicht anders machen sollten hier. Dann bis morgen zu einer neuen Runde und ja, ciao, ciao.